die Pocken in dem Afterbereich. Erzähl mir bitte mehr über den Afterbereich dieser älteren Frau. Okay, ich lese mir nicht ganz durch, wenn ich Halbwissen habe. Perfekt, so sind alle Nachrichten hier vorzutragen. Hallo, eine Nachricht ist auch, dass du heute zu Udo Jürgens gehst. Ja, also nicht direkt zu ihm, er ist schon mausetot. Es gibt nur ein Udo Jürgens und den gibt's nicht mehr. Laut AfD gibt's zwei. Nee, Udo Jürgens wäre jetzt 90 Jahre alt geworden. Der ist ja mit 66 Jahren gestorben. Hätte Fahrradkette, weißt du. Ja, später gestorben, aber er ist, glaube ich, 70 oder irgendwas mit 70 geworden. Und wäre jetzt 90 geworden, deswegen machen sie ihm ein großes Fest in Weimar. Und mein ehemaliger Gesangslehrer spielt dann der größten Hits, also von Udo Jürgens. Ich hätte gerade eine Idee, man könnte sowas machen, also eine Festivität und das auf besondere Art und Weise benennen. Man könnte es nennen und flauschig. Dann hätte man das Fest und flauschig. Ah, sollte man vielleicht mal irgendwelchen Leuten da draußen pitchen, aber jetzt könnt ihr das nicht mehr machen. Das ist meine Idee. Ich melde da Patent an und klag die Scheiße aus euch raus, weil Jan Böhmermann, der hat ja vor Gericht nicht so viel Glück zurzeit. Das nicht, aber ich glaube auch, das hat er auch nicht kommen sehen, aber er hat es ja auch offen gelassen, hat ja auch mal gesagt, er will ja nur prüfen lassen vom Gericht, ob er das erdulden muss. Und wenn er das muss, dann muss er es auch akzeptieren. Na gut. Also ich werde jetzt mal von euch prüfen lassen, ob das eine gute Woche war, indem wir euch vortragen, was da so alles passiert ist im Format Brennpunkt Internet. Das wird moderiert von Toni Kroos und Rubens Barrichello. Ja. Was ist das Formel 1 Fahrer? Ich habe keine Ahnung. Formel 1 ist, also für mich ist es Formel 0. Also ich google den mal. Das ist gar nichts. Rubens Barrichello. Na klar, guck, ein koreanischer Rennfahrer. Mich. Ja, was? Koreanischer? Brasilianischer. Also das hätte mich gewundert mit der Optik, wenn der... Der hat immer komische Namen, die ganzen Formel-1-Fahrer. So Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello. Ja, das ist irgendwie nichts. Da müssen sie noch mal ans Stabier-Reißbrett. Das stimmt. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir haben uns hier eingefunden, um Jesus Christus zu huldigen, denn heute, gestern, irgendwann war Maria Himmelfahrt. Ich fühle mich auch ein bisschen wie in der Kirche sonntags morgens, weil wir haben beide nicht viel geschlafen, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, ich hatte so 4 Stunden Schlaf ungefähr. Weißt du, musst du ja immer so angeben. Ja. Nee, also bei mir war es ausreichend. Ach so. Aber nur durch diese Verschiebung nach hinten. Ah, okay, das war's, ja. Weil Tino netterweise gesagt hat, okay, komm, diese urigen Zeiten um 12 Uhr morgens. Bist ja auch viel älter als ich, wesentlich, ne? Ja. Und dachte ich, komm, der braucht ein bisschen mehr Schlaf als ich und ein bisschen mehr ist so. Entgegenkommen als ich. Warum nicht? Du stehst gut im Schuh. Nee, gerade bin ich ohne Schuhe, hab nur Socken an. So geringelte, grün, weiß, orange, rote. Das wird die wichtigste und vor allem richtigste Information in diesem Podcast sein. Wir haben wieder ganz viel Viertelwissen mitgebracht. Als Mahnung, damit ihr auch selber recherchiert und Sachen hier aufschnappt. Unser Podcast ist ein Mahnmal der Schande. Genau, dann auf euch hinsetzt und recherchiert, ob das alles so gestimmt hat. Und dann wird immer abgefragt. Dann habt ihr eine Woche Zeit, unsere Fehlfakten zu Genau, und das Gute ist, wir können dann eure Korrektur auch nicht irgendwie verifizieren, weil wir ja keine Ahnung haben. Müssen wir ja auch nicht. Ja. Kann auch mal so luftleerer Raum sein. Einfach so Informationen austauschen, die nicht stimmen müssen, wie Trump und Elon Musk das getan haben. Aha. Wenn wir einsteigen wollen. Eigentlich wollte ich nicht, aber ich dachte, es passt gerade. Also Leute, da müssen wir jetzt direkt am Anfang den kleinen Amerika-Block mal abarbeiten. Es gibt halt nur einen Podcast der Weltgeschichte, der noch der informierter ist als wir, und das war der von Musk und Trump. Letzte Woche. Da ging einiges, auf jeden Fall. Da muss ich direkt hier mal mein Notizbüchlein öffnen. Hast du ihn gesehen oder gehört? Ich habe den tatsächlich live verfolgt und es war ganz, ganz wild. Und Leute, wir schaffen das, ja? Beziehungsweise Elon Musk, der ist ja allerlei, ja, Elon Spiegel. Till Elon Spiegel. Der Twitter-Chef quasi, der aktuelle. Und PayPal, nicht Gründer, aber irgendwie hat er mit PayPal. Irgendwas hat er da sich mit fremden Lorbeeren geschmückt, richtig? Genau, ja. Wie die meisten Reichen. Ja, und danach geht's natürlich noch weiter mit hier Anni Aurora. Duck hat wieder ein neues Video gemacht und da ging's in die nächste Runde und. Da kommen wir auch noch hin. Und wir haben noch einen kuriosen juristischen Fall aus Disney World.
Da ist eine Frau gestorben und irgendwie. Das ist aber irgendwie nicht so happy. Ich finde, die sollten ihr Programm überarbeiten. Ja, das auch. Aber später dazu. Erstmal kommen wir zu Also. Elon Musk und Donald Trump. Die haben sich auf Twitter verabredet und haben einen Podcast gemacht Ja, die gemeinsam. Also eine Ausgabe. Sensation war ja ursprünglich, dass Mr. Donald Trumpf nicht mehr auf Twitter war, viele, viele Jahre. Unter anderem wegen der Insurrection damals wurde der Account dann gesperrt. Und der hat ja seine eigene Plattform gegründet, Also Truth Sturm aufs Social. Kapitol, genau, muss man Ja, dazu sagen, ja. Truth Social. Und das lief zuletzt gar nicht gut. Ja, hat sehr viel Zu Beginn Minus auch gemacht. nicht. Ja, naja, ich glaube, am Anfang war schon so ein kleiner Sturm da drauf, Wie wie aufs aufs Kapitol, Kapitol. ja. Und hat aber sehr viel Minus gemacht, dieses Business, sag ich mal. Genau wie die Trump-Aktie, da gibt es auch so DJT-Aktie, die ist auch nicht gut im Kurs. Aber egal, darum geht es weniger. Jedenfalls ist die große Situation gewesen, er kommt zurück. Er ist plötzlich wieder da, postet seine neuen tollen Werbespots auf Twitter und sagt dann, hey, ich bin's. Und wir machen mit dem Elon ein kleines Gespräch. So, Elon hat das geframed als, das wird das wichtigste, krasseste Interview aller Zeiten. Most important. Dann hat er zurückgerudert und gesagt, es wird kein Interview, wir machen einfach einen Talk. Ich will den hier mal präsentieren, wie er wirklich ist. Und well, did he do that, I Das war say. so ein Kreiswichsen eigentlich. Das, was uns Herodes Ja, immer vorwirft, haben die wirklich gemacht. ist so. Aber bevor sie das gemacht haben, hat es erstmal eine Dreiviertelstunde gar nichts gegeben. Es gab technische Probleme. Ja, stimmt. Elon Musk hat dann gesagt, oh, wir wurden gedidost. Ja, da gab es tolle Angriffe. Experten haben gesagt, das ist zu 99% eine Lüge. Da gibt es überhaupt keine Hinweise zu, weil alles andere lief flawless auf Es Twitter. braucht Hinweise, um irgendwie die Behauptung aufzustellen. Das ist ein Mann, der da boxt bei Olympia. Wir haben keine Beweise, keine Belege, aber wir behaupten es einfach. Jetzt müsst ihr aber belegen, warum er kein Mann ist. So läuft es Da heutzutage. hilft nur noch OnlyFans. Ja, das stimmt. Ja, und dann ging es los. Die Leute haben aber zunächst sich darauf versteift, erstmal darüber zu lachen, dass Trump sich irgendwie anhört wie Daffy Duck. Also, dass er so irgendwie ein bisschen redet, als wäre so sein Gebiss nicht so richtig drin. Und dann wurden aber auch legendäre Gesprächsfetzen hier aufgenommen in ungefähr 2 Stunden. Elon sagt, Hiroshima und Nagasaki were bombed, but now they are full cities again. Trump, that's great, that's great. Musk, yeah, so it's not as scary as people think. Und das ist besonders makaber, weil ja das auch Amerikaner sind, die das Bombing veranlasst haben damals. Und dann zu sagen, ja, guck doch mal, so schlimm ist das ja nicht, wenn man Atombomben irgendwo abwirft. Das sind ja jetzt heute noch gute Städte. So. Die hatten nämlich so einen kleinen Disput, erst um Klimawandel so ein bisschen. Und da hat Elon schon so versucht zu sagen, naja, also in the long run ist das vielleicht schon, da sollte man gucken, weil Öl und Gas ist ja nicht endlos auf dem Planeten, deswegen müssen wir ja schon so. Und Trump dann so, ja, aber alle reden hier Klima, also Global Warming, das ist Quatsch. Lass doch mal um Nuclear Warming reden, ja, weil hier Hochhusten und so ist. Und dann kam halt diese Scheiße hier. Außerdem hat er dann Elon dafür gelobt, dass er streikende Arbeiter gefeuert hat, was offensichtlich nicht in Ordnung ist, ja, und auch verboten. Und so hat sich ein Desaster ans nächste gereiht. Dann hat er gesagt, dass Kamala Harris, die auf dem Cover vom Time Magazine ist, dass sie so beautiful ist. Das war irgendwie ganz strange, dass er auf einmal sagt, die ist so wunderschön und die erinnert mich an unsere First Lady, also an seine Frau. Der hofft sich irgendwas, glaube Das ich. ist, und da haben ein paar Leute gesagt, vielleicht hat er wirklich so einen Crush und deswegen hat er so ein bisschen Angst, gegen die zu debattieren, weil er da so unsicher Oh, ist, er das ist jetzt so. verliebt einfach und Ja. sagt so, oh, ich kann nicht gegen sie So antreten. süß, oder? Was, wenn sie mich nicht mehr mag? Ja. Danach, auf einmal, plötzlich, Tja. käme ich aus dem Nichts. Ja, ich glaube, das waren so die skandalösesten, sag ich mal, Momente. Naja, die haben beide Zahlen erfunden die ganze Zeit Ja, und ey, das ja, war natürlich also. alles. Und es war die ganze Zeit, Trump sagt irgendwas blablabla, und Elon nur so, ja. Genau, also null kritisch. Ich habe mir so ein Transkript wieder überflogen. Und es war immer nur so ein Durchgeüberflogen. Durchgeüberflogen. Es war echt nur so ein irgendwie, ja, du hast recht, das stimmt, ich sehe es genauso. In fast allen Fällen, nicht überall, aber ganz viel. Touch me harder, Daddy. Ja. Und Trump hat so viele auch Zahlen erfunden um den Ukraine-Krieg und irgendwelche.
Einwanderungszahlen. Den Krieg hat er erfunden, ja? Genau, er hat er völlig erfunden, den Krieg. Und auch hat er auch von Millionen Grenzübertritten gesprochen pro Monat. Aber stimmt halt nicht. Es ist nur wie, weiß ich, es schwankt auch, ne? Aber es ist so im sechsstelligen Bereich, so 300.000 ungefähr im Monat. Es und sind nicht weniger als, als damals, als er in der Macht. Das kommt auch dazu, war, genau. Da was zu ändern. Ja, also ich hätte es mir ganz gerne angehört, aber ich hatte einfach keinen Bock gehabt, so das mir reinzuziehen und wusste, ich muss mir nur einen Brennpunkt reinsetzen und Robin hat das. Ich wollte ja, aber ich hatte keinen Bock. Ja, genau. Da haben wir es wieder. Da hat er gar keinen Bock gehabt, du. Ich zeige auf meine imaginäre Uhr. Ja. Gar keinen Bock gehabt. Ja, das war auf jeden Fall ein Ding. Hat jetzt auch, glaube ich, nicht so viele Leute davon überzeugen können, dass er die bessere Wahl ist. Ich denke, das hat er gar nichts gemacht, aber er ist halt, wie gesagt, jetzt wieder auf Twitter. Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem allem, denn er hat außerdem jetzt gesagt in einer neuen Pressekonferenz, also er hat eine fürchterliche Warnung ausgesprochen, wenn Kamala Harris nämlich gewinnt, dann kriegt jeder Healthcare. Oh nein, ja, das ist ansteckend, ja. Du wirst in ein kommunistisches System geworfen, in dem jeder krankenversichert ist. Schlimm, ey. Das ist wirklich... Das kann man doch den Amerikanern nicht zutrauen. Das ist ganz finster. Ja. Dann hat er noch gesagt, wenn er verliert, also er hat das angedeutet, dann flüchtet er nach Venezuela. Da sollte man ihn vielleicht beim Wort nehmen, wenn das... Oh, hoffentlich. Aber ja, safe nicht. Na, dann wurde der Iran hat die Kampagne gehackt und so ein 270... Seitendossier, da haben wir wieder das geile Wort, veröffentlicht. Von nicht veröffentlicht, dachte nur an irgendwelche Medien geschickt, die es aber nicht veröffentlichen wollen. Ja, okay, also... So habe ich es gelesen zumindest. Der Öffentlichkeit preisgegeben, ja gut, ist nicht öffentlich. Okay, das ist vielleicht nicht das perfekte Wort. Es haben mehrere Medien dieses Dossier, aber man kann es nicht öffentlich einsehen, das ist richtig. Genau, aber es ist halt nicht. Bekommen, aber ne? Sie nicht veröffentlichen und argumentieren irgendwie, damit sie noch das verifizieren müssen, dass es richtig ist. Was sie aber damals bei den Hillary Clinton E-Mails nicht so schnell nicht gemacht haben. Da haben sie es sofort veröffentlicht. Danach erst geprüft, ne, ob das so stimmt. Ja, es gibt ja auch die Vermutung, dass es dann zusätzliches Feuer gibt, damit dann die Leute sagen können: Ah, hier, die Medien sind gegen uns, böse, böse. Naja, 270 Seiten über die negativen Seiten vom Vizepräsidenten oder vom angehenden vielleicht Vizepräsidenten von Trump. Egal. Das größte Ding war eigentlich, dass Trump ein altes Flugzeug von Epstein genommen hat für seine Kampagne. Und zwar nicht irgendwann, sondern diese Woche. Hm. Ja, das war nicht dieser... Die würden ja sonst einfach nur rumstehen, die Flugzeuge. Das war einfach nur Nachhaltigkeitsgedanke. Das ist sehr, sehr nett. Jetzt nach Nuclear Warming doch nochmal ein bisschen nachhaltig. Ja, es war nicht der Lolita Express, das ganz große Flugzeug, aber eins aus der Epstein Kinderflotte, sag ich mal, ein Child Plane. Ja, irgendwas ist kaputt gewesen am Trump-Flugzeug und dann haben sie geswitcht und das war dann halt leider rein zufällig ein Epstein-Flugzeug, was der genutzt hat. Da kannst du nichts machen einfach. Ja, und das letzte, Nick Fuentes, das ist so ein ganz offener, rechtsradikaler Nazi-White-Supremacist-Typ, der hat gesagt, wir machen es ganz schlimm für den Trump, der ist nämlich jetzt nicht mehr rechtsradikal. Der versucht sich jetzt diesen Leuten anzubiedern. Also die rechte Seite frisst sich gegenseitig ein bisschen. Ah, okay, das ist auch gut. Die einen sagen, der ist mir zu extrem, die anderen sagen, der ist nicht extrem genug, wir machen ihm jetzt das Leben zur Hölle. Und das ist gerade sehr schön. Ich muss sagen, das ist dieses Gefühl von Comeuppance, ja, diese Jahre der Pein, ja, als hätte ich jetzt so groß unter ihm gelitten, aber ich habe das ja ein bisschen mitgefühlt durch mein enges Verfolgen des Ganzen. Und da passieren viele Dinge, aber es ist natürlich alles noch nicht Schicht im Schacht. Also, liebe Amerikaner, wenn ihr hier zuhört, geht schön wählen. Guckt, dass ihr registriert seid, was auch ganz großer Quatsch ist. Man muss in Amerika registrieren. Verstehe ich auch nicht, ja, und dann gucken wir doch mal, was im November passiert. Gab es nicht eben Backlash gegen Trump, als er sich so pro Impfung geäußert hatte mal? Auch, ja. Ist aber wieder vergessen wahrscheinlich, ne? Ja, die haben ein ganz schlimmes Kurzzeitgedächtnis. So wie auch kein Gericht, achso. Annie Duck. Genau, genau. Was wolltest du? Ich hatte einen anderen Twitcher gehabt, nämlich der auch sein Gedächtnis quasi fast verloren hätte, nämlich der YouTuber Normi, der hat einen Weltrekord gebrochen im Wachsein. Oh Gott. Und irgendwie, also hier waren es noch 207 Stunden und hat es aber noch länger durchgezogen. Hat wohl in der Zeit auch irgendwie sein kurzer Gedächtnis wohl verloren und hat nur noch Stuss geredet, bis sogar die Polizei irgendwann mal kam so und wollten ihn irgendwie bewahren, das durchzuziehen. Er hat es wohl geschafft und ist jetzt der Weltrekordhalter im Wachsein. Aber zählt das? Muss da nicht ein Notar anwesend sein oder irgendwie sowas?
Dachte ich mir irgendwie auch, aber war jetzt vielleicht da nicht der Fall und als er live gestreamt, vielleicht ist das noch was anderes, wenn du es Ja. irgendwie öffentlich machst, ne? Ja, also jedenfalls geschafft und kann jetzt hoffentlich gut schlafen. Der wacht nie wieder auf, würde ich sagen. Krass, also ich habe ja hier 48 Stunden mal gemacht und das war schon am Ende nicht angenehm. Und der hat hier irgendwie das fünf- oder sechsfache gemacht oder was? Ja, Also 207 über war es zu dem 200 Zeitpunkt, Stunden wo ich auf es jeden Fall. geschottet habe. Und ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt war. Ich kann noch mal kurz gucken, ob ich es schnell finde. Insane. Also ich kannte ihn jetzt auch nicht als Da Twitcher. würde mich interessieren, ob der quasi. Nee, der muss ja irgendwie aktiv was gemacht haben. Ach du Scheiße. 264 Stunden und 24 Minuten. Es ist halt wirklich das Fünffache, Alter. Ja. Übers Fünffache. Und er hat aber nicht mehr, also war nicht mehr ganz bei Sinn am Ende. Er hat auch noch Kumpels mit dabei, die so supportet haben. Und da war er dann echt am Ende so ein bisschen, naja. Das sind, so, glaube ich, 12 Tage oder so. Oder mehr. Ja. Eieiei, Ja. also schön. Ja, 12 Tage ist er wach geblieben, Das ist ja genau. eigentlich für uns kein Ding, weil wir gehen ja in diesem Zustand hier in jeden Podcast rein. Ist so. Und wenn man Schlafstörungen hat oder Schlafparalysen hat, erkennt man Schlaf überhaupt nicht. Also was will der? Aber würde mich schon interessieren, wie viel der danach schläft. Stimmt. Wer, Wir wie werden lang berichten. kann ein Mensch wirklich, also nicht Koma, sondern wirklich normaler Schlaf? Das kann ja nicht sein, oder? Dass ein Mensch 48 Stunden durchschläft. Ich habe mal 16 Stunden durchgeschlafen. Ja, also ich würde schon sagen, dass irgendwie so 20 Stunden vielleicht fühlt, also ist jetzt sehr, sehr gefühlter Fakt, ja. Aber es fühlt sich für mich irgendwie komisch an, sich vorzustellen, Ist wie ein auch Mensch einfach 30 Stunden schläft. die Frage, wie du das wertest, wie du das zählst, weil man wacht ja trotzdem zwischendurch mal auf, auch automatisch, also ich zumindest. Ja, Ich schlafe du selten bist durch. nicht das Maß aller Dinge, Auf Tino. jeden Fall Dein nicht, aber. Schlaf ist scheiße. Bin schon immer auch nachts einfach wach geworden, mal kurz so für ein paar Minuten. Und es ist ja ein kurzer Unterbrechungsmoment quasi. Naja, gut, einen Brechungsmoment hatten wir ja, als wir das Video von Annie the Duck gesehen haben, wo es Habe ich um nicht das krass gesehen. entzündete Poloch Ach ging. so, ja. Da wollten viele Leute brechen, ich habe eher nur mich beömmelt, das war sehr witzig. Leider kommt das krass entzündete Poloch im neuen Annie the Duck Video gar nicht vor. Es geht nämlich nicht um die Katzen, es geht auch nicht um die meisten Vorwürfe, es geht wirklich nur um diesen Clinch, den sie hat mit ihrer Mauki, die das alles angestoßen hat. Also die Original G-Dame, die 2,50 € gespendet bekommen hat. Die hat ja, wie wir berichtet haben, auch nochmal ein Video gemacht, ich glaube vor 2 Wochen jetzt. Und jetzt hat Anni gesagt, guck mal, da ist nicht alles richtig, was sie gesagt hat. Und das Witzige an diesem ganzen Konglomerat aus Fakten und Verdrehung und Spaß und Ernst ist, dass es einen gemeinsamen Freund gibt, der irgendwie so der Strippenzieher im Hintergrund zu sein scheint, weil der beiden die Privatchats zur Verfügung gestellt hat. Okay, Ja, ja. also irgendwie weiß ich nicht, ob der sich da einen Spaß draus macht oder ob er versucht, neutral zu sein. Aber der hat Mauki erst die Screenshots gegeben und sie hat die halt veröffentlicht, hat aber Sachen geschwärzt. Und Annie the Duck hat jetzt diese ungeschwärzt gezeigt und da sieht man halt, dass der Kontext ist, dass da dann wirklich ein krasser Ausraster von dieser Mauki war und dass die ihre Tabletten abgesetzt hat, ohne mit dem Arzt das gegen zu klären und solche Sachen. Also ist nicht alles ganz koscher. Also nicht schwarz-weiß auf jeden Fall, ne? Offenbar doch Ja. Mauki-Sachen gemacht, die nicht okay sind. Ja. Das Ding ist halt, dass das vielleicht ein bisschen davon ablenkt, dass Annie the Duck trotzdem wahrscheinlich die schlimmere Person ist, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf. Weil da ja, weiß ich nicht, Dutzende Leute gesagt haben, dass da irgendwie dieser Abuse stattgefunden hat. Und hier geht es jetzt wirklich nur um die gegenseitigen Behauptungen von diesen beiden Personen. Ja, und dann sagt Mauki in ihrem Video, dass da irgendwie eine Sexparty war. Und das war eigentlich keine Sexparty, sondern halt sowas wie, wenn wir, Knutschparty. nee, wenn wir sowas wie Jackbox machen. Also die haben so PowerPoint-Präsentationen über sexuelle Themen gemacht und halt da so gagmäßig. Wenn das ist, vielleicht gab es natürlich noch eine andere. Es kann ja jetzt auch wieder sein, dass Anni das dann verdreht und Wir wissen es ja nicht. eigentlich gab es da ja irgendwie sowas, wo sie Katzen geopfert haben, aber die meint ja bestimmt diese andere Party, die total Auch harmlos so ein war. Katzensexparty, Alter. Anyways. 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 Ganz komisch. Muss auch sagen, langsam bin ich voll mit diesem Ganzen. Also der Summer of 2,50 € can be over now. Aber ja, war halt nochmal so ein Ding, so ein leichter, ganz leichter Redemption-Arc für sie vielleicht. Sie sagt am Ende so,
was sie alles verloren hat. Weil Mauki meinte, ja, also canceln geht nicht. Aber das ist halt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, weil sie sagt dann, ja, ich habe all meine Partner verloren, meine ganzen Mitarbeiter sind weg, weil ich die nicht bezahlen kann und so. Hm. Aber sie hat ja trotzdem noch ihre Plattform. Also klar hat sie finanziell gelitten drunter, aber also sie fällt hat sie sich vielleicht ein bisschen selbst zuzuschreiben? Ich glaube, sie fällt auch weich auf sehr weiche Kissen, vielleicht mit einer kleinen Erbse unten drunter, so, aber insgesamt hat sie sich ja wohl ein finanzielles Polster aufgebaut haben. Also ich glaube, man muss halt gucken, in welchem Maßstab man das sieht. Sie sagt sowas wie, ich versuche jetzt mein Haus zu verkaufen, um meine offenen Rechnungen zu begleichen. Und da sage ich mir, es ist natürlich schade für sie, aber wenn du ein Haus verkaufst, hast du vielleicht dann ein bisschen Geld und bist nicht in der größten Not. So. Es ist ja so, dass wenn du regelmäßiges großes Einkommen hast, dann baust du dir auch einen Lebensstil dementsprechend auf. Ja, ne? Den und kannst du dann vielleicht nicht halten. Aber den kannst du dann nicht halten, wenn dann was dazwischen kommt. Ja. Ne? Und ich meine, wenn man allgemein ein bisschen bescheidener lebt und auch wenn man viel Geld hat, dann kann man sagen, ey, auch in der größten Not könnte ich diesen Lebensstil nur für 10 Jahre halten. Das wäre eigentlich das Schlauste. Und da habe ich auch mal so eine Art Vortrag gehört von Marvin, dieser... Was denn? Nee, wie heißt denn der? Der auch nicht Pranks macht, sondern so Undercover-Recherchen auch macht. Der dieses Tanzverbot-Ding auch gemacht hat. Das weiß ich nicht genau, das habe ich nicht gesehen. Jedenfalls war der mal in so einem Vortrag, dass viele... Da haben wir drüber geredet, Dieter Bohlen, Fake, Dieter Bohlen, der Tanzverbot. Ach doch, stimmt, das kann er gewesen sein, das stimmt. Der hat irgendwie gemeint, dass viele bekannte, große YouTuberinnen und so machen den Fehler, dass sie glauben, dass ihr Erfolg halt und ihre Einnahmen immer die gleichen bleiben und sich nichts zurücklegen, weil auch noch die Steuer kommt und was ist, wenn das in einem Jahr mal nicht gut läuft, muss es trotzdem Steuervorauszahlungen machen, da ist halt kein Geld mehr. Und dann müssten auch ganz viele, das ging glaube ich auch so Nebelnik, diesem YouTuber, der musste auch dann so eine Art Spendenaufruf machen, dass er seine Steuern irgendwie zahlen konnte und so, weil er auch nicht damit gerechnet hat, dass halt noch Steuernachzahlungen kommen und so weiter. Und das vergessen halt viele und dann macht es vielleicht doch Sinn, wenn ihr mal viel Geld macht, liebe Leute, jetzt nicht irgendwie Gewinnspiel, das ist eh steuerfrei, aber wenn ihr jetzt irgendwie, auch wenn man an viel Geld kommt, durch Beruf, durch YouTube, Twitch oder so, sucht euch auf jeden Fall irgendwie eine Beratung, so eine Steuerberatung, eine seriöse. Da könnt ihr auf jeden Fall schon richtig viel Geld reinpumpen, wenn ihr Lust habt. Aber es kann einen echt retten. Ja, also Anni, ganz schön, weiß ich nicht. Ja, wir stecken nicht drin, wissen nicht, was da gelaufen ist. Wir sind gespannt, ob das jetzt so ein jahrelanges Mimi und Apo Red Ding wird, ob das jetzt ewig hin und her geschossen wird, weil eigentlich wenn man jetzt davon ausgeht, dass das vielleicht nicht alles richtig ist, was Anni jetzt wieder behauptet, könnte ja Mauki das so nicht stehen lassen. Wenn sie es so stehen lässt, ist das ja ein Eingeständnis. Und dann würde ich sagen, hat sich Anni the Duck zumindest im öffentlichen Bild ein bisschen rehabilitiert, auch wenn das eigentlich nur so, keine Ahnung, 10% von den ganzen Anschuldigungen war, die sie halt bekommen hat. Ich wollte gerade sagen, weil auf sie ist ja so ein Haufen von Vorwürfen eingestürzt. Man kann das wie so ein Haus vielleicht sehen. Ja. Und nur weil sie vielleicht so ein Fensterstück zur Seite räumen konnte, heißt ja nicht, dass sie eigentlich wieder gut ist, nur dass es ja aus dem Gröbsten raus ist. Aber manchmal reicht das schon in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn so eine Sache vielleicht nicht ganz korrekt dargestellt worden ist, dann ist auch der Rest quasi in Verruf geraten. Ja. Du hast eben Glücksspiel angesprochen. Das war so eine kleine Sache, die... ist jetzt nicht irgendwie ein großes Thema gewesen, aber in den Livestream-Foren, ja, wurde das heiß diskutiert. Denn auf Twitch wurde ganz viel Glücksspiel promotet. Das dürfen die ja nicht. Das ist nicht in Ordnung. Aber es wurde auch nicht von Twitch gemacht, sondern von ganz vielen Streamern. Pass auf, ich habe die Zahlen und Fakten hier. Ich habe die Liste. 120 von den 30 Top CSGO Twitch-Streamern sind gesponsert von CSGO. Skin Black Side. Das war jetzt ein besonderes Feature. Aber eine schwere Aussprache. Ich bin allergisch gegen Gambling, tut mir leid. Und das ist ganz klar gegen die Twitch-Regeln. Und trotzdem kommen alle damit durch. Hauptsache, wenn ich mal hier so einen kleinen Shylot-Stream mache, bin ich da durchgepeitscht. Aber ist CSGO nicht so ein Ballerspiel? Ja. Du bist halt so ein Unschuldslamm. Du bist nicht drin in diesem ganzen hässlichen Lootboxen und Skin-Scheiß. Also das ist wirklich wie, auch so ein bisschen ähnlich wie Magic Booster. So, dass du irgendwie da bin ich viel mehr drin. Erzähl da mal. Bist du so, du weißt ja, was Pokémon-Karten sind. Ja. Und dass sie in einer Booster-Packung drin sind. Und die macht man auf
Und dann sind da zufällige Sachen drin. Genau, ja. Und genauso in digitaler Form gibt es das in vielen Videospielen. Also das ist schon Glücksspiel. Das, jein, also da gibt es noch andere Sachen, dass man halt, was weiß ich, ist ja auch nicht so meine Welt, ja. Mhm. Ich habe das natürlich noch nie gemacht, weil ich nicht dumm bin. Also erstmal alle Zuhörer beleidigt. Aber ja, so Slots und so ein Scheiß, irgendwas gibt's da alles. So. Das heißt, wenn ich Pokémon bei Twitch livestreame und ich komme nach Prisvania City und muss da irgendwie mir so ein Porygon erspielen in der Spielhalle, ist es auch schon quasi Glücksspiel, sonst darf ich gar nicht zeigen. Naja, da läuft ja kein Echtgeldspiel. Echtgeld, Alter. Ach so. Da läuft ja. Ach, es geht darum, dass du mit deinem echten Geld dir da irgendwas Digitales kaufst, was quasi auch keinen physischen Gegenwert hat, so. Mhm. Und dann ist halt Zufall, was drin ist. Und ich glaube, das auch mal gesehen zu haben, dass das teilweise so Slot-Machine-mäßig aufgebaut ist. Wie gesagt, hier haben wir dieses Viertelwissen, weil ich klug bin, habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich bin dumm, habe ich deswegen nicht damit beschäftigt, mit CSGO. Das ist dieses Meme mit dieser Parabel. Mhm. Ja, und das ist nicht gut. Und wenn jetzt, also wir hatten also nicht sanktioniert, der hat nicht gesperrt jetzt dafür. Weiß ich nicht, ob weil da sie, jetzt... Weil sie groß sind. Die Diskussion ist halt gerade noch am passieren. Mhm. So, eigentlich müsste Twitch das rigoros verbieten, weil das in ihren offiziellen Regeln verboten ist. Mhm. Aber es bringt halt Geld, ne? Und da drückt man immer 5,5 Hühneraugen zu. Wie das ist aber so nicht ist. Schön. Das ist dann ungerecht. Und ich glaube, da kann man noch dagegen klagen, bestimmt. Ja, als kleiner Twitch-Streamer irgendwie gesperrt war dafür, aber die Großen machen das. Weiß ich nicht mal, ob die Kleinen dafür gesperrt werden. Ich bin einfach der Meinung, dass dieses ganze Predatory-Piss-Scheiß-Zeug mal irgendwie raus soll aus Gaming. Weißt du? Guck mal hier, schön, Heimkonsole, machst du an, nichts online, kein Geld reinstecken, ja. Da bin ich Boomer. Aber ich auch. Ich meine, ich spiele auch GTA Online, aber ich werde nie auf die Idee kommen, irgendwas dort zu kaufen. Ja, diese Shark-Cards sind da auch irgendwie, habe ich auch nie gekauft, aber ist das nicht auch irgendwie super Predatory? Du kannst also das ist immer ein Warnsignal, wenn du viele verschiedene Währungen in einem Spiel hast und die Übersetzung nicht so eindeutig ist. Also wenn du mit Echtgeld eine Währung kaufen kannst und mit dieser Währung musst du dann andere Währung kaufen, mit der du dann irgendeinen Gegenwert bekommen kannst. Das ist immer ein Warnsignal. Das weiß ich nicht genau, wie das ist. Bei GTA Online gibt es ja eigentlich nur Geld zu Spieldollar quasi umwandeln. Ich kenne jetzt noch eine weitere Währung dort. Aber es ist GTA Online macht echt kaum Spaß, wenn du gerade anfängst und kein Geld reinsteckst, weil du kommst dann in irgendwelche Lobbys rein, wo Leute halt entweder Modder sind und irgendwie modden, dass du ständig explodierst. Oder die haben irgendwelche so overpowered Autos oder fliegende Motorräder so und dann hast du keine Chance, musst immer wieder die Lobby wechseln, bis du mal zu Leuten kommst, die halt nicht asozial sind. Ja, das ist so ein bisschen mein einziger Gedanke, den ich bei GTA 6 negativ habe, dass das vielleicht im Singleplayer irgendwie reingebaut wird, irgend sowas, weißt du? Und das wäre ganz, ganz finster. Also guck mal, wie viel Kohle die gemacht haben mit GTA Online, das ist insane. Ich will auch jetzt GTA Online für GTA 6 machen. Ja, werden sie garantiert auch tun. Ja. Aber es kann ja trotzdem sein, dass das irgendwie im Singleplayer, was weiß ich, hier Fahrradfahren als DLC oder so eine Scheiße. Also das wäre einfach so finster. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das wäre nicht Rockstar-like. Naja. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Ich hoffe nur, dass sie aus diesem GTA Online-Erfolg nicht die falschen Konsequenzen ziehen. Ja, aber ich hoffe, dass sie halt das irgendwie auf GTA Online beschränken, weil da haben sie auch genug Kohle gemacht und müssen nicht noch irgendwie den Offline-Modus da toxieren. Dein Wort in Dan Hausers Ohr. Apropos Ohr, in Japan wird ein großes Megabeben erwartet. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was das mit einem Ohr zu tun hat. Das war's schon. Ach, weil Japan ein Ort ist. Genau, ist ein Ort. Dankeschön. Vielen Dank, dass du das erklärt hast. Denn Japan ist ja ein Inselstaat quasi, ne? Und ich war da schon mal, wusstest du das? Nee, noch nicht gewusst. Ich war da schon mal und dann war ich dann nochmal schon mal. Hast du nicht ein Schild, wo draufsteht, ich war noch nie in Japan? Irgendwie sowas? Ich war schon mal in Japan, steht da drauf. Ach so. Du hast mir das gegeben und weißt nicht, was auf dem Shirt steht. Genau. Und die haben ja öfter mal so Probleme mit irgendwelchen tektonischen Verschiebungen in ihrer Umgebung. Heiße, geile Verschiebungen deiner Umgebung, ja. Und heiße, geile Erdkrustenspalten, die sich übereinander schieben. Geil, in deiner Alter. Umgebung. Und, so. Und etwa alle 100 Jahre schreibt hier ein Magazin, welches ich gerade nicht aufgeschrieben habe, alle 100 Jahre verschiebt sich die philippinische Platte unter die eurasische Platte und es führt zu schweren Erschütterungen.
Und das kann dazu Seebeben aus, kann Seebeben auslösen und dann kann wieder mega Lawinen, nicht Lawinen, Wellen passieren Hiroshima. und Hiroshima quasi. Klar. Und sie haben jetzt irgendwie gesagt, wir machen noch keine Alarmstufe rot, aber es gibt Anzeichen dafür, dass es irgendwie schlimm werden könnte. Aber keine Panik, Leute. Das wurde quasi gesagt. Das ist ja ein großer Nothing-Burger, den du uns da gebacken hast. Ja, es gibt 100.000 Tote, werden befürchtet, aber irgendwie auch, ach, Leute, keine Panik und so, aber kann passieren. Naja, also. Da gibt es ja auch manchmal so Vorrechnungen, ne, und so von irgendwelchen Erosionswerten in der Erde, da kann man wohl schon so voraussagen, dass es Eurasionswerte, du hast Eurasisch, Eurasien, hast du jetzt genau. verwechselt. Ja, das kann sein, genau. Eurasion. Jedenfalls gibt es da irgendwelche Vorberechnungen und so und irgendwelche Anzeichen, dass es sein könnte und es ist richtig blöd. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, weil Japan finde ich gut. Ja, Das soll same. auch gut bleiben. Japan ist schön, schön gut. Und Ein bebenfrei soll Land, es bleiben. den wir gut und gerne Urlaub machen. Ist so, ist tatsächlich so. Wer auch Urlaub gemacht hat, war ein Paar in Disneyland. Na, jetzt kommt's, hau raus. Ich habe es erst auf dem Weg hierhin quasi gelesen auf Englisch und habe es nicht ganz verstanden. Irgendwie war das ein bisschen komisch geschrieben und ich habe es nochmal nachgeschaut gerade. Und ich erzähle es mal so aus meinem Gedächtnis heraus. Und zwar ist offenbar eine Frau in Disneyland gestorben, weil sie etwas gegessen hat, worauf sie allergisch ist. Und diese aber nicht wusste, dass es da drin ist. Und jetzt will quasi dieser Mann Disneyland verklagen. Dieser Mann Disney, habe ich gedacht, der wird wieder ausgegraben und zur Rechenschaft gezogen, der Bastard. Genau, und zwar Disney Springs Restaurant heißt das wohl. Und aber Disney sagt, hey, du kannst uns nicht verklagen, weil du hattest mal ein Gratis-Abo von Disney Plus und da steht drin, dass wir uns nicht verklagen dürfen. Ah, true, das habe ich ja sogar auch am Rand mitbekommen, Und ja. das finde ich gerade übelst die Shitshow. Du kannst ja einfach ein AGB Ja. schreiben, dass du die niemals verklagen darfst, egal was ist. Er könnte auch hier Walt Disney persönlich aus dem Grab Ja. auferstehen, dein Hirn auffressen oder deine Kinder fressen. Da können die sagen, ey, Disney Plus, Probeabo, können machen, was wir Also wollen. in Deutschland würde das definitiv nicht durchgehen vor Nee. Gericht. Und selbst in Amiland bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ey, da wurden Leute verklagt, die haben Leute, haben Red Bull verklagt, weil ihnen keine Ja, Flügel gewachsen sind genau, und so. verklagt, verklagt. Aber dass sie Ja. sich da irgendwie sichern, absichern können mit so einem kleinen. Es heißt ja auch in Deutschland, oder ich weiß gar nicht, ob das eine EU-Regel sogar ist, dass in dem Kleingedruckten, in den AGBs und so, da darf nichts drinstehen, was man nicht erwarten würde. Ja, weil ja viele das sich nicht durchlesen. Ich natürlich lese das immer durch. Klar, Und dann Mensch. auf Annehmen drücken. Und da dürft ihr jetzt nicht einfach drinstehen, du musst dein Erstgeborenes uns verkaufen. Genau, So. Ich weiß nicht, ob das deutsche oder EU-Regel ist, aber in Deutschland gilt es auf jeden Fall. Und das gibt es jetzt nicht in den USA, würde ich sagen, aber das ist schon sehr absurd. Also das kann eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Andererseits ist halt Disney so ein Riesenkonzern. Der würde das Die ja wissen, was sie vielleicht. machen. Ja, der würde vielleicht das schon vorher absegnen, bevor die das da irgendwie reinschreiben mit, du darfst uns nicht verklagen. Ich habe auch Weiß gelesen, ich dass nicht. Disney Plus total defizitär ist. Also, sie machen überhaupt keinen Plus mit Disney Plus, also kein Plus mit Disney Plus. Disney Minus quasi, Genau. ja. Es ist eine Disney-Minus-Minus-Rechnung. Und es wurde vielleicht nur geschaffen, auch das Probeabo, damit die niemals verklagt werden können für Disney World und so, wenn irgendwelche Kinder da irgendwie ihren Kopf abkackt kriegen für irgendwelche Maschinen. Dass sie immer sagen können: Hier, sie haben ein Abo gehabt mal vor 3, 4 Jahren, ein Probeabo, dürfen wir uns nicht verklagen. Edgy Badge. Das kann eigentlich nicht sein jetzt. Also jetzt wirklich mal. Also ich bin gespannt, wir bleiben da Bleiben hoffentlich dran, dran. Ist ja. jetzt vielleicht nichts, Wie was bei man allen so. Themen Ja, bleiben wir ja. dran. Ist jetzt vielleicht nichts, was man die ganze Zeit auf dem Schirm hat, weil es dann doch ein kleiner Fall ist. Wie unsere letzten Special-Ausgaben, die wir machen wollten. Holen wir alles nach, Holen wir auf Special-Ausgaben. jeden Fall nach. Naja. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Da Ich steht auch dann drin nicht. hier, du darfst es nicht verklagen. Und dann kommt da der CEO an und kommt zu dir nach Hause und pisst in deine Ecke. Da musst du doch irgendeine Handhabe haben. Das geht ja wohl nicht. Irgendwie nicht. Und jetzt erinnere ich mich gerade an eine Geschichte, die ich mal von einer Kollegin gehört habe. Und ich glaube, die Story mal. Und zwar war die im Urlaub in Frankreich. Nee, nicht Frankreich. Es war. Ich habe es gerade vergessen. Ich glaube, es war Italien. Jedenfalls hat sie da Urlaub gemacht und hat so eine Mitfahrgelegenheit genommen, um zurückzufahren. Sie ist, glaube ich, hin mit dem Zug. Aber da zurück mit der Mitfahrgelegenheit, so BlaBlaCar-mäßig. Und ist da mit einer Familie mitgefahren, die ganze Fahrt so richtig ruhig und traurig waren. Also ein Vater und zwei Kinder. Und irgendwann hat dann der Mann quasi ihr gesteckt, so,
dass es gerade seine Hochzeitsreise war. Seine Frau ist aber gestorben vor ein paar Tagen auf der Urlaubsreise. Jetzt fahren sie mal zurück und müssen halt irgendwie, weil sie jetzt viele Ausgaben haben und so müssen sie jetzt sich in jeden Strohhalm klammern und Geld machen, haben deswegen eine Mitfahrgelegenheit für ein bisschen Kohle angeboten. Und da stelle ich Nett. mir eine furchtbar awkwarde Autofahrt vor. Durchaus, ja. Aber auch schlimm, Alter, du hast schon zwei Kinder, du heiratest dann deine Frau, deine Träume, so deiner Träume, und dann stirbt die einfach im Urlaub und Was fällt dir du ein? musst dann zurückfahren. Schlampe. Ja, echt mal. Weißt du, willst du eine gute Zeit haben und dann stirbt die einfach. Das war vielleicht bei Disney World, wer weiß. Ja, was ist denn, ist sie vielleicht an Mpox gestorben? Ist das irgendwie jetzt ein Ding? Muss man da Angst Ui, haben? Oder ui, Mpox. Das ist ja auch die schon Affenpocken wurden umbenannt. Ich weiß nicht, länger. ob das PC-Gründe hat. Naja, also Affenpocken ist halt so ein bisschen eine Irreführung, weil die kommen gar nicht von Affen. Die kommen eigentlich eher von, oh, waren es Hamster? Von Gänseblümchen kommen Nagetieren. auch nicht von Gänsen. Nee, aber Affenpocken suggeriert so ein bisschen irgendwie wieder so dieses Klischee von irgendwie, Menschen haben irgendwie mit Affen geschlafen und so und auch so mit People of Color werden da wieder so mit reingezogen. Und Affenpocken ist aber Quatsch, weil sie kommen von Nagetieren, diese Pocken. Das habe ich mal in einer Weiterbildung gelernt. Und die kamen zum ersten Mal vor, zumindest in der Variante 2022, glaube ich. Und da gab es auch so ein paar Fälle in Deutschland. Und es hat auch vor allem homosexuelle Männer betroffen. Deswegen wir auch bei der AIDS-Hilfe damals geschult worden sind zu dem Thema. Aber ich kannte jetzt in Weimar auch nur selber einen Fall, der das hatte. Da hatten wir einen Klienten. Und hat es irgendwie aus Berlin mitgebracht. Okay, also sagst du, wir brauchen keine Angst haben, obwohl Nee, die nee, ja. WHO, glaube ich, hier den Alarmzustand. Das war der Stand eben damals. Und es ist eine total scheiß Erkrankung. Also ich glaube, die ist nicht so wahnsinnig tödlich. Weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe mich länger nicht mehr Doch, dazu die ist auf belesen. jeden Fall tödlicher als Corona. Das ist aber auch was Gutes, weil das die ja die Ansteckung ein bisschen geringer macht. Genau. Und die Leute werden ordentlich zerknetet von dieser Krankheit. Genau, also ich weiß nicht mehr, ich habe es nicht mehr präsent, weil ich bin nicht mehr in der Aids-Hilfe tätig und mache das nicht mehr beruflich. Aber ich weiß noch, dass man vieles über die Mpox nicht weiß. Also man kennt die Ansteckungen nicht so richtig. Man vermutet zwar über die Schuppen und so und über irgendwelche, ja, Hautkontakt, aber Fuck, ich gehe heute auf eine Gartenparty, da gibt es auch einen Schuppen. siehst du? Wollte ich Da muss ich aufpassen. aufpassen, ja. Fuck. Aber der Arzt, der die Fortbildung gemacht hat, meinte, er hatte auch eine Patientin, das war eine ältere Dame, die war eine Rentnerin und hatte halt die Pocken in ihrem Afterbereich. Da würde man jetzt. Erzähl mir bitte mehr über den Afterbereich dieser älteren Frau. Und da würde man eben eigentlich vermuten, okay, offenbar gab es da irgendwie einen Analverkehr, ne? Und deswegen kamen die Affenpocken, aber die Frau meinte, nee, überhaupt nicht, jetzt seit Jahren keinen Sex mehr. Ja, das wären ja auch dann die Afterpocken gewesen. Wären die Affepocken gewesen, genau, und deswegen weiß man nicht so ganz genau, wo die jetzt, also wie man sich anstecken kann und wo die auch ausbrechen. Das heißt, es kann sein, dass die Oma vielleicht irgendeinen Einkaufskorb angefasst hat, wo Affenpocken waren, und die sind aber an ihrem Po ausgebrochen. Man Ja. weiß es nicht ganz genau, und offenbar gibt es jetzt neue Varianten davon und die verbreiten sich jetzt wieder von vorne. Also erst gab es ja irgendwie dann doch wieder so eine Flaute, und es gibt auch Impfungen gegen die Mpox, also macht das ruhig, wenn ihr da irgendwie glaubt, ihr seid Risikogruppe. Aber jetzt scheint es wohl eine Renaissance zu geben für die Mpox. Geil. Und es ist echt uncool, du musst auch in Quarantäne gehen für lange Zeit, bis deine Schuppen abgefallen sind. Und die können aber auch Narben hinterlassen und es ist echt schmerzhaft. Also es ist nicht geil. Ja, so Viren und so, die haben ja eh ein großes Fest, je wärmer es wird auf dem Planeten. Da will ich nur mal ganz kurz hier so eine Statistik reinwerfen, die ich diese Woche gesehen habe, die mich tatsächlich überrascht hat. Ich dachte nicht, dass das so krass ist. Wenn du jetzt gerade 85 Jahre alt bist, dann hast du in deiner Lebenszeit 90% aller Fossil Fuel Emissions mitbekommen. Wie viel 90? 90% aller, die Sag mal. jemals. Ja. So, wenn du 30 bist, 50%. Also wir haben in unserem kurzen Leben die Hälfte aller Treibhausgasemissionen der ganzen Menschheitsgeschichte mitgekriegt. Und das ist schon echt insane. Also Ich das hat es glaube, nochmal. man hat das so grob im Kopf, so eine Zahl. Also ich dachte auch, dass es so irgendwie so eine Größenordnung ist. Aber das mal so statistisch vor Augen zu sehen, das ist Ja, schon heftig. halt wirklich auch zehntausende Jahre Menschheitsgeschichte. Ich meine, die haben ja immer mal irgendwas verbrannt oder so. Ja? Die müssen ja auch ein bisschen was gemacht Ja, aber haben, in aber industrielle Revolution halt, ne, industriell, und so, das ja. ist dann schon ein riesiges Problem. Insane einfach. Ja. Ja, das Die, wollte ich nochmal es ist einwerfen. kurz vor 12, sag ich mal. Kurz vor 13 eher, aber ja. Das stimmt. FDP versus Bürgergeld war noch so ein Ding Genau, diese Woche. Die glaub, Pisser Christian wollen. Lindner will 20, quasi
stufenweise Bürgergeld senken. Wir können ja stufenweise mal sein Gesicht in seinen Schädel reinsenken. Ohne Scheiß, die müssen wir wieder rausfliegen, die FDP. Und aktuelle Umfragen sagen ja auch, in sämtlichen Landtagswahlen, die jetzt kommen, und Bundestagswahl, fliegen die raus. Und das brauchen die auch mal. Die müssen mal wieder richtig gewaschen werden und müssen mal wieder sich besinnen. Ja, die sind eine liberale Partei für die Reicheren. Aber so asozial zu sein, Leute, fangt euch mal wieder. Christian Lindner, fick dich. Das geht halt leider weg, Christian, von meinem Wunsch für Grundeinkommen für alle. Mhm. Und deswegen muss ich da sagen, nein. Wenn wir mal vergleichen, und zwar, es sind Umfragewerte raus für die Landtagswahl in Sachsen, die auch bald ist. Guck dir das mal an, Alter. 32% AfD, ich darf es wieder sagen, 29% CDU und 15% BSW. Und der Rest bei 5% oder weniger. Das heißt, Linke, Grüne, SPD haben 5% jeweils. Also die können ganz knapp reinkommen. Freie Wähler und FDP wären raus und sonstige sowieso. Ich finde das halt echt krass, weil außer CDU hat irgendwie gefühlt keine Partei so eine richtig feste Stammwählerschaft irgendwie. Irgendwie nicht, ne? Auch die haben stark verloren seit Merkel, muss man auch dazu sagen. Ja, aber die haben ja trotzdem so eine Base von 20%, 25%. Die alten Leute halt. Die safe immer am Start sind. Die alten Leute halt. Und echt, also man könnte fast errechnen, laut den Umfragen von Sachsen, im Worst Case könnte es einen Landtag geben aus drei Parteien. Hm. CDU, AfD und BSW. Hm. Das kann passieren. Was machen die denn dann? Ja, aber die können doch zu zweit schon sogar machen. Also aber die wollen ja. Ja, schwierig. Also zu dritt wollen sie, aber zu zweit nicht, oder was? Nee, AfD will ja mit CDU durchaus koalieren. Also ja. AfD sagt zu CDU, okay, BSW sagen sie eher so, muss nicht sein. BSW ist auch gespalten, die wollten mit CDU machen, mit AfD auch nur, mal gucken. Und CDU ist, glaube ich, beiden, also es ist schwierig. Also eigentlich würden die alle nicht ja, Sachsen wegsprengen, so, Feierabend. Wobei CDU, doch, ich glaube, Sachsen-CDU war dem BSW aufgeschlossen, also die könnten eine Mehrheit gründen, dann wäre die AfD die einzige Opposition im Landtag. Hm. Also zumindest, wenn jetzt die anderen echt rausfliegen würden. Ist schon krass, ne? Spicy, sehr, sehr spicy. Dass die Regierungsparteien kommen gerade zusammen im Landtag in Sachsen auf 12%. Ja, stark. Krass, ja. Einfach stark. Und Thüringen ist es ja ähnlich gerade, dass die Grünen auch rausfliegen würden, laut aktuellen Umfragen. Deswegen ja gerade viele Linke überlegen, die Grünen zu wählen, weil wenn die Grünen rausfliegen, hat die AfD ein Drittel des Landtags und das ist überhaupt nicht gut. Was ja auch überhaupt nicht gut ist, aber so ein kleiner Running Gag die Woche war ein Super Recognizer. Hast du das mitbekommen? Nee. In Spandau wurde ein vermeintlicher RAF-Anhänger. Ach so, ja, doch, habe ich gelesen. Erkannt. Hm. Und da habe ich auch das erste Mal von einem Super Recognizer gehört, der aber wohl irgendwie ein Scam war, dieser Recognizer. Der hat gesagt, hier, ich erkenne Gesichtszüge sehr, sehr gut und das ist auf jeden Fall der, keine Ahnung wie er heißt, Max Mustermann von Anno Dazumal. Mhm. Stellt sich raus, der war es nicht und der ist jetzt komplett traumatisiert, weil der halt einfach hops genommen wurde und eingesperrt und hä, was ist hier los? Und dann heißt es, ja, du bist Terrorist. Und er so, hä, Fragezeichen im Kopf. Und dann so, oh, Mist, haben wir uns getäuscht. Also ich weiß nicht, wie da jetzt die Handhabe ist. Ich hoffe, der kriegt ganz viel Schmerzensgeld. Ja, ich fände es eigentlich mal ganz witzig irgendwie, mal so unschuldig verdächtig zu werden und also für so 3 Tage oder so mal in den Knast zu kommen. Hm. Und alle halten einen für so einen Terroristen. Das wäre schon mal lustig. Und dann mal allen sagen zu können, haha, ich hab's doch gesagt, ich bin's gar nicht. Hm. Und Geld her, bitte. Also ich verdächtige dich, falsch, ein ganz schlimmer, böser Finger zu sein. Das geht mir zu weit, Robin. Na gut. Das will ich nicht. Hm. Eine ähnliche Kerbe schlägt ein, dass das Kompaktverbot wohl zum Teil aufgehoben worden ist. Wir haben darüber gesprochen letzte Woche. Also es wird rechtsextrem beobachtet vom Verfassungsschutz, das Kompaktmagazin. Unter Auflagen. Wurde verboten, aber jetzt wurden es Auflagen wohl wieder aufgehoben erstmal, weil es halt Widerspruch gab. Und es will wohl auch der Verleger Elsässer möchte auch jetzt einen Ausgleich bekommen für halt die ausbleibenden Verkäufe der letzten Woche und so. Und es muss nochmal alles geprüft werden. Das heißt, eigentlich nicht viel, ne? Es kann trotzdem noch verboten werden. Aber kann auch sein, dass es irgendwie jetzt wieder aufgehoben wird. Also es ist wieder mehr in der Schwebe. Mhm. So ein Schwebezustand. Das war noch eine große Meldung, was ich für eine Diktatur ungewöhnlich finde, dass es passiert. Also im Schwebezustand befinden sich Skater auch manchmal, wenn die rumspringen. Mhm. Und vielleicht können wir mit diesem Thema kurz mal dann die Olympischen Spiele endlich beerdigen. Die sind nämlich vorbei, ja. Gott sei Dank. Tom Cruise hat sich nochmal abgeseilt. Alle so, wow, krasser Typ, wow, Scientology, ist uns egal. Der macht Filme.
Und Olympic Skateboarder 14, whose parents promised her a pet duck if she won. Also Marlene, da ist eine 14-Jährige gewesen und die hat von ihren Eltern, das ist übrigens Arisa True aus Australien, 14, olympische Skateboarderin, und die hat von ihren Eltern versprochen bekommen, wenn sie gewinnt, dann kriegt sie ein Haustier, eine Ente. Okay. Und dann hat sie Gold geholt. Sie ist die jüngste Goldmedaille ever für die Olympischen Spiele. Aber ich hoffe, die Ente ist nicht allein da. Das ist ja auch nicht richtig. Ja, aber jetzt, wo ich dich einmal da habe, was ist denn bei der Bundeswehr los? Ja, Sabotage. Also, nee, war im Endeffekt irgendwie gar keine. Toll. Also es war dann ja irgendwie, also es war so der Verdacht im Raum, aber es wurde jetzt widerlegt und es war alles gar nicht so schlimm und ja, keine Ahnung. Toll. Es ist eigentlich alles, ne? Als wäre ich dabei gewesen. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Was waren bei der Bundeswehr schon wieder? Sind wieder das waren irgendwie ganz verschwunden, keiner weiß wohin. Das waren ganz komische Orte, wo Dinge passiert. Irgendwie Schweinsgeilenhausen, Schweinsstort. Ficken und ja, ja, Rammstein. In Koblenz und. Ach, wie hieß das nochmal? Irgendein Eindringling wurde angeblich aufgehalten oder so. Ja, und dann wurde die Trinkwasserversorgung sabotiert und so. Köln-Waden, siehst du, nur komische Orte. Was ist denn Köln-Waden? Ich habe das noch nie gehört, ich war oft in Köln. Der Köln-Waden, einmal im Jahr Karneval. Hm, schlimm. Das ist der Flughafen, wo die Leute ins Ausland geflogen werden. Ah, ei. Die abgeschoben werden. Und die Soldaten. Ach so, okay. Die Soldaten abgeschoben. Gut, so, und dann haben wir noch Borderlands. Das ist die große Desaster der Woche. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Der wird gerade echt gehandelt als einer der schlimmsten Filme ever. Und auf jeden Fall der schlimmste Film des Jahres. Borderlands ist ein Spiel. Ist das der mit Jack Black? Tatsächlich ist der auch da drin, ja. Woher weißt denn du sowas? Weil ich habe irgendwo mitbekommen, dass es einer der schlechtesten Jack Black Filme sein soll. Ja. Es ist halt ein bisschen komisch, ich sehe es hier tatsächlich gerade gar nicht, wo ich Borderlands habe, aber das ist halt so. Ich glaube, ein Ding, der das rausgenommen, das Spiel quasi ausschaut. Ja, die Katze, die hier immer reinkommt. Mhm. Ja, und das ist ein ganz großes Desaster. Und die Leute, also da wird ganz schnell wieder mit Ageism und so um sich geworfen, aber das ist halt ein Spiel mit jungen, dynamischen Killern eigentlich, die rumspringen und Salto machen und so. Und irgendwie sind fast nur alte Leute besetzt worden für die Rollen. Morgan Freeman, Jack Black, Joe Biden. Nee, aber Jamie Lee Curtis zum Beispiel und Cate Blanchett. Und das passt einfach nicht. Ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht gesehen. Aber je mehr ich höre, dass der so scheiße ist, desto mehr will ich ihn sehen. Und es ist halt so dieses Guardians of the Galaxy-Phänomen. So diese eine Gruppe aus Streithammeln, die irgendwie klarkommen müssen. Und das in super Suicide Scheiße. Squad auch, ja. Ja, genau. War das auch der Film? Ich habe auch irgendwas davon gelesen, dass es im Original gibt es unter den Charakteren irgendwie queere Personen, die aber jetzt im Film heterosexuell dargestellt werden. Das weiß ich gar nicht. Kann sein, aber. Gab es auch einen Film jetzt, wo das so war. Das ist ziemlich sicher nicht das große Problem des Films. Was auf jeden Fall da auch ganz schlimm ist das Claptrap von Kristall im Deutschen gesprochen wird. Okay. Und das, der ist nicht gut. Also müssen wir den irgendwann gucken und auf Deutsch. Es ist ja ganz, also um wirklich die gesamte Ladung abzukriegen, mussten auf Deutsch gucken. Ich gucke mir gerne mal an. Wobei halt wirklich Jack Black auch gehatet wird für seine Performance. Echt? Aber der ist ein guter Schauspieler. Auch wenn er gerade so ein bisschen in Ungunst versunken ist durch die Tenacious D-Fastauflösung. Ist wohl nicht so, die machen wohl weiter. Aber durch seinen Umgang mit Kyle Gass und seinem Anti-Trump-Witz ist er ja schon in Verruf geraten, der Jack Black. Bei mir nicht. Bei mir ist er in Verruf geraten, weil er hinterher den Schwanz eingezogen hat. Ja, ist auch richtig. Naja, also ich bin durch. Ich habe noch ein Olympia-Thema und zwar. Aber wir wollten es doch beerdigen. Naja, mach ich jetzt auch. Und zwar noch ganz kurz meine Lieblings-Olympia-Mitspielerin und zwar Kilif, die ja für einen Mann gehalten worden ist, für einen Transgender oder einen Mann, verklagt tatsächlich jetzt J.K. Rowling unter anderem und Elon Musk wegen Cybermobbing. Und das finde ich einen richtig guten Move, weil. Ich glaube, wenn sie wirklich was zu verstecken hätte, von ihrem Penis. Im Penis zum Beispiel, oder Hoden, ja, oder welche Chromosomenpaare, die nicht richtig sind, würde sie diesen Schritt nicht gehen. Mhm. Weil man muss ja dann vor Gericht wirklich dann belegen, dass sie eine Frau ist und dass Musk und J.K. Rowling falsche Tatsachen behauptet haben und sie gemobbt haben. Und ich glaube, das ist ein richtiger Big Dick Move von ihr. Witzig. Also, ich glaube nicht, dass da ein großes Ding draus wird.
Aber es wäre schon witzig, wenn gerade Elon Musk durch Cybermobbing irgendwann in die Knie gezwungen wird. Auch J.K. Rowling von mir aus, die, bei ihr schimmelt eh die Bude zu Hause. Und es gab noch eine Entschuldigung von Jake Paul, der hat sich bei Imane Khelif entschuldigt dafür, dass er sie jetzt als Mann bezeichnet hat. Und es hat sie ihn wohl herausgefordert zu einem Boxkampf, wo er aber auch wieder gesagt hat, nee, mag ich nicht, weil ich keine Frauen schlage. Hm. Also völlig, völlige Shitshow. Sexist. Ja. Drecksexist. Ist echt so. Hm. Was habe ich noch? Es waren meine Themen eigentlich auch schon. Ja. So richtig. Sind wir ja durch. Ja, aber ein bisschen früh war. Ach noch, so. Ich dachte, wir haben Viertel angefangen, noch 10 Minuten eigentlich. Ach, weil du Verspätung hattest, ja. Du Schlingel. Hm, ein bisschen. Na gut, dann sage ich schnell noch ein bisschen was aus Amerika. Ist okay. Ich wollte euch verschonen. Aber es gibt die New University, das New College of Florida, so rum. Und das hat gesagt, wir haben jetzt die Gender Studies abolished und jetzt werfen wir den Müll raus. Und es ist einfach ein großer Container hier abgebildet mit Büchern. Hm. Erinnert natürlich an die Bücherverbrennung. Ach wo, ist Zufall. Das ist immer ein gutes Zeichen, hm, wenn Leute Angst haben vor Büchern. Da gibt es ein schönes Meme, wo so eine Frau irgendwie an einem Stand steht und sagt, wir wollen diese Bücher hier verbannen. Und dann nimmt so eine andere Frau die Liste mit, die ist Lehrerin zufällig, geht dann zu ihrer Schulklasse und sagt, diese Liste von Büchern werden wir dieses Jahr durchgehen. Eigentlich muss man mal Bücher, die verboten werden sollen, erst recht behandeln und diskutieren. Haben die Leute eigentlich mitgekriegt, dass ich ein bisschen esse, weil sich das gewünscht wurde, dass man mehr im Podcast ist? Die lieben das, glaube ich, die Leute. Ja, und dann habe ich noch eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist für dich als Schauspielgott. Ja. Es gab einen BBC-Bericht, dass Schauspieler in der Videospielindustrie sich beschwert haben, dass sie unangekündigt plötzlich Sexszenen als performen müssen, weil es ja auch Motion Capturing ist. Ja. Und das im Vertrag nicht geklärt war. Das ist ungewöhnlich tatsächlich, weil ich kenne das eher so, dass man das schon vorher abspricht, dass man ungefähr auch fragt, was ist da so drin. Und gerade auch Schauspieler, die ein Problem haben mit solchen Szenen, die fragen das oft auch. Ich will jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr machen, ne? Aber ich finde es das krass, dass auch in so einer großen Branche wie die Videospielbranche, dass da sowas einfach noch nicht abgedeckt ist. Genau, das ist halt der Punkt so ein bisschen, dass es natürlich bei Film und Fernsehen ganz normal ist, aber hier ist es ja nur Motion Capturing und man sieht dich ja nicht, aber es kann ja trotzdem für die Person awkward sein, sowas zu acten. Da könnt ihr auch extra jemanden nehmen, der das dann irgendwie dann performt, oder? Da geht es ja eh nur um die Körperhaltung und so, das kann man auch von jemandem dubeln lassen vielleicht. Es ist halt nicht ganz klar, um welchen Entwickler es geht, um welches Spiel es geht, aber die wollen jetzt halt hier entschädigt werden. Und das wird bestimmt eine Änderung mit sich bringen. Es gab jetzt so eine ähnliche Doku auf YouTube gerade, wo es auch ums Theater geht. Oh, geil, muss ich gucken. Theatermissbrauch. Geil. Habe ich erst geschaut, genau. Von Steuerung F. Ja, ich weiß, sie sind ein bisschen schwierig, aber die haben eine richtig gute Doku rausgehauen. Die heißt Gegen das Schweigen, Machtmissbrauch bei Theater und Film. Und die geht so eine Stunde ungefähr. Oh, jetzt machen die bestimmt nur solche Dokus über Themen, wo dann die Leute nicht haten können, weil, wir können da jetzt nicht, die reden über Missbrauch, da können wir doch Steuerung F gerade nicht in den Kommentaren vorwerfen, dass die scheiße sind. Naja, aber die haben ja durchaus jetzt hier echt einen Doku rausgehauen, der echt gut geworden ist auch und auch sehr fundiert ist. Und trotzdem sind sie auch vorsichtig an manchen Stellen äußern, was sie auch konkret sagen. Diese Fälle können wir ja nicht belegen, aber hier sind irgendwie, haben von denen eine staatliche Versicherung von den Leuten, die missbraucht worden sind oder die halt irgendwie geschlagen worden sind. Aber wir können das nicht garantieren, die sind ja schon noch sehr differenziert. Und da geht es um einen Regisseur und Schauspieler, den ich für ein riesiges Arschloch halte, der aber richtig gut inszenieren kann. Und mir fällt gerade der Name nicht ein, aber jedenfalls kenne ich ihn auch schon länger und kenne die Gerüchte um ihn. Und der ist so eine zentrale Figur in dem Ganzen, der sowohl Schauspieler richtig auch, der ist ja Klaus Kinski, der Regie quasi. Mhm. Das heißt, er schreit die Leute an, schlägt die ins Gesicht, wenn irgendwas falsch läuft und so. Hat auch schon Schauspielerinnen irgendwie durch die, an den Haaren über die Bühne gezogen, wenn die nicht gespurt haben. Oder hat bei Live-Inszenierungen, hat er sich immer inszeniert als der Mann, der mit den jungen Frauen auf der Bühne Sex hat und so, dass sie die mal ankrapschen kann und so, hat sich auch in so eine Position gebracht, wo er junge Frauen ankrapschen kann. Und da gibt es auch eine Frau, die meinte, eigentlich mache ich das in dieser einen Szene, dass ich nackt bin, nur so einmal, dass ich ihm irgendwie Wein bringe. Aber er hat mich irgendwie 10 Mal hin und her geschickt, um mir irgendwas zu holen, damit ich nackt auf ihn zulaufen muss. Da hat er sie auf der Bühne quasi ausgenutzt, sodass sie sich nicht wehren konnte und so. Und das Ding ist, der ist halt vom Inszenieren her richtig stark. Der hat nämlich eines der ersten Falco-Musicals inszeniert. Falco Cybershow. Und da kommt der Bias her. Naja, und da gab es halt einen Vorwurf, weil er hat nämlich den Falco-Darsteller vor dem asiatischen Mann spielen lassen.
Und alle meinten, ey, Falco war doch kein Asiate, was machst du denn? Da hat er gesagt, ey, wir alle können Falco sein. Ich hätte auch eine schwarze Frau oder Mensch mit Behinderung hinsetzen können. Ich gebe dir eine Sonnenbrille in der Hand und Haargel und hast du das zu spielen. Und es geht nur darum, die Rolle auszufüllen. Das konnte er halt einfach, egal wer das ist. Das fand ich einen richtig starken Move. Dann kam nach ein paar Jahren raus, was halt für ein schwieriger Charakter ist. Und der hat ganz viele Vorwürfe abbekommen, die er abstreitet. Aber es passt zu ihm. Und trennst du jetzt Kunst von Künstler? Nee, mach ich nicht, weil es war ein Musical, weil ich es nie gesehen habe selber. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, so als Videos. Du hast ja jetzt schon auch lobende Worte für dich. Ja klar, man kann ja sagen, dass die Person als Führer eigentlich ganz in gut ihrer war. Kunst, als Führer hat Hitler sicherlich seine Vorzüge, ja. Oder auch tierlieber Mensch und so. Also ich finde, man kann ja auch, war das nicht auch irgendwie so ein Urban Myth? Na ja, gut, er hatte einen Hund, okay. Genau. Ja, man kann ja durchaus sagen, auch über, was weiß ich, Till Lindemann, dass er irgendwie sich gut sich gut inszenieren konnte auf der Bühne und hat gute Bühnenshows gemacht und hat ja auch Feuerwerke auf der Bühne selbst gemacht und das konnte er ja gut. Aber es macht es nicht geil, ihn dabei jetzt auch zu unterstützen. Das ist der Unterschied, weißt du? Man kann das durchaus. Oder Michael Jackson, der ja auch eventuell Kinder missbraucht haben soll. Man kann ja sagen, die Musik ist toll, aber er war halt einfach ein Pädophiler. Ja. Und ich höre die Musik aber jetzt auch nicht mehr. Das ist halt nicht find so. Finde ich auch. Bei ihm finde ich es auch sehr schwierig, aber weißt, man kann es trotzdem trennen, irgendwie auf eine Weise. Es macht halt Spaß, darüber Witze zu machen, aber es ist halt wirklich in keine Richtung so wirklich eindeutig. Genau, deswegen, ja, das denke ich auch. Das ist Schrödingers Kindersex. Sehe ich auch so. Kindersex. Ich habe ja auch diese Doku gesehen hier, Leave in Neverland und so, wo auch dann danach so Texte auf Blogs rauskamen, die meinten, dass also ganz viele Sachen einfach nicht stimmen, die da erzählt worden sind. Zum Beispiel ein Kind meinte, er wurde auf so einer Eisenbahn missbraucht von ihm. Mhm. Und das, aber die gab es dann noch gar nicht, als er als Kind auf der Neverland Ranch war. Da gab es diesen Zug noch gar nicht. Solche Sachen, so Kleinigkeiten, die da irgendwie rausfallen. Aber man will es ihn auch nicht absprechen. Das ist ganz schwierig und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich höre die Musik ab und zu noch, aber ich will jetzt das T-Shirt nicht mehr von ihm tragen, zum Beispiel. Ich will ihn jetzt nicht mehr so zelebrieren in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist als kurzer Exkurs. Dann nehmen wir doch einen schönen Michael Jackson-Song in die Playlist heute. Wenn du es möchtest. Nö, möchte ich nicht. Ich möchte, dass du einmal mal bei, wie heißt es nicht, Soundcloud, bei Spotify eingibst, Hard Tech. Gut. Hard Tech mit Doppel-K, bitte. Ach, Doppel-K. Und dann einfach mal guckst, was da so passiert. Hier, Hard Tech in die Fresse, gibt's eine Playlist. Das ist ja super. So, Beton und Krach. Wegschreddern. Wegschreddern klingt doch gut. Wir wissen eben nicht, wer von denen das irgendwie problematisch ist, ne? Da ist keiner, das kurz. Mach wegschreddern. Immer rein. 1 für 1 Schneeschieber klingt das ein bisschen wie Antifa und so. Nein, wegschreddern! Von True Detective. Na gut, True Detective und Hightech, toller Name, mit Wegschreddern. Ich habe einen Song entdeckt. Hardtech Forever, Leute. Ich habe einen Song entdeckt einer echt unbekannten Band aus Weimar. Die habe ich im Zuge einer Recherche quasi kennengelernt. Die heißen JK. Das sind 4 junge MusikerInnen und die haben einen Song, der heißt Zuhause. Und der ist echt toll. Der hat nur 1800 Streams bei Spotify und die haben 24 monatliche HörerInnen. Das ist richtig wenig. Deswegen viel Spaß mit JK und mit Hardtech. Viel Spaß. JK Rowling. JK Rowling, genau. Mhm. Ja, der also Woche geben wir übrigens eine Bewertung noch. Ach so, stimmt. Ich fand's nicht so krass. Nee, du, also da will ich schon, dass ich die Affenpochen am Arsch habe, bevor ich hier irgendwie... 3 oder so? 3? Naja, also eine 4 würde ich schon geben, glaube ich. Wegen Annie und wegen dem Elon und Trump-Interview. Das hat mich schon erheitert. Aber dieses eine Ding ist auch eher so ein Ding, der Hype hält sich gerade, als kommt jetzt nichts krass Neues raus. Naja, also es ist schon so ein bisschen die Uno-Reverse-Card. Das macht's halt schon krass, ne? Weil alle haben Anni gehasst und jetzt ist es so ein bisschen, naja, vielleicht ist ja doch nicht alles scheiße an der. Ja, aber sie legt ja, wie gesagt, nur so irgendwie 1, 2 kleine Punkte so und... In der öffentlichen Wahrnehmung ist es halt egal. Ja, ist jetzt schon ein bisschen rehabilitierter. Na gut, eine 4 ist für mich so das Maximum. Glaube ich, mehr will ich nicht geben. Zack, so machen wir's. Für Trump aber auch und Elon Musk. Herzlichen Glückwunsch. Tollen Podcast, den er gemacht hat. Na gut, dann würde ich sagen, wascht euch. Wascht euch, rettet die Ware. Ich mach das wahrscheinlich auch gleich mal. Tschüss. Tschüss. Oh, ich bin gleich, ey.